Yo, was geht ab? Mathe-Dotter, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Natürlich droppen wir auch am Samstag. Herzlich willkommen, ich freue mich. Danke für die letzten ganzen Kommentare. Ihr pusht den Algo. Wir feiern immer noch die 3K Abonnenten. Deswegen, wer dem Kanal was Gutes tun möchte, weiter kommentieren, teilen, liken und verbreiten. Mega. Und ich freue mich vor allen Dingen, ich hoffe, alle schon eingetragen, auch bei gutem Wetter, dass wir morgen wieder ein paar Leute sind. Und morgen Abend gegen, ja, ihr am besten abonnieren und die Glocke reinhauen. Dann seht ihr es auch wieder, sobald ich live bin, dass wir dann hier gemeinsam etwas in die Charts gehen. Da freue ich mich drauf. So, halten wir uns nicht lange auf. Und denkt dran, unser Event läuft noch 3 Tage. Also wer da Bock hat, hier mit 100 Dollar, vielleicht noch 100 Dollar zu gewinnen über Tapbit. Das ist unser erstes großes Event. Habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Mega geil. Wer Bock hat, ist gerne eingeladen. So, vorher, bevor wir auf den guten Bruder Tao blicken, nur noch mal ein kurzes Update, wo wir heute sowieso hier zusammensitzen und schauen mal auf den guten Bruder BTC. Ich denke, das interessiert einige. Hab mir den nämlich jetzt am Freitagabend oder am Samstagmorgen, schaue ich ihn mir gerne immer auf der CME-Börse an, denn da hat er die Kerze geschlossen. Ich weiß nicht, wer sich hier noch an dieses Level erinnern konnte. Hier war noch ein CME-Gap, dass wir, wenn eine Kurslücke entsteht, Freitagabend schließen sie, Montagmorgens eröffnen sie und dann sieht man hier, dass hier diese Kurslücken entstehen. Und hier sieht man das jetzt. Das Interessante ist, wir haben hier unten noch eins bei der 60.800. Das haben wir nicht geschlossen, da sind wir auch einfach straight nach oben gewandert. Heißt nicht, dass wir jetzt dahin laufen, weil hier drüber habe ich mir eingezeigt, das ist quasi gigantisches Volumen, was sich hier drüber gesammelt hat. Das heißt, hier rein spiken könnte eine gute Kettenreaktion auslösen. Also sobald er da reinschießt, gibt es auf jeden Fall Action. Aber wie gesagt, diese Gaps wirken magnetisch für den Bruder BTC. Deswegen habe ich hier unten dieses kleine Level noch im Blick. Aber schauen wir mal, was übers Wochenende passiert. Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf den Wochenausblick, weil ich glaube, mal eben schauen, der Markt wird interessant. Weil wir sehen, die Mitra hat unsere Zone auch wieder schön gespielt. Egal, ich möchte mich jetzt auch nicht lange aufhalten. Wir machen ganz entspannt den Bruder Tao. Und schauen uns den mal eben an. Wir machen mal alles weg. Schauen uns an, was der Kollege gemacht hat. So, natürlich fundamental, aber super Ding, aber darum geht es nicht. Wir hatten ein ganz normales Swing High ausgebildet bei dem Kollegen. Haben das sehr impulsiv gebrochen. Das wäre hier dieser Run von 187 auf über fast 800. Ich glaube, auf Binance war es sogar noch weiter, oder? Nur mal eben. Achso, das war durch die Listung. Okay, aber da haben wir weniger Daten. Deswegen bleiben wir beim guten Maxi. Okay, haben wir hier oben. Haben uns oben gehalten. Viel Liquidität aufgebaut. Man sieht immer wieder reingeschossen. Das war, glaube ich, dieser Move vom BTC, als es so nach unten ging. Und wenn wir uns den Kollegen jetzt anschauen und wir uns nur an unseren Leveln orientieren, würde ich ja sagen, wir ziehen uns hier von dieser gesamten Bewegung, so kamen wir ja auch auf unsere Level, unser FIP, und da sieht man schon, dass er auf jeden Fall, also Moment, ich mach's mal eben so, selbst wenn wir nicht wüssten, dass hier ein FIP ist, sehen wir ja, dass hier der Markt zum Stoppen kommt. Hier war ja irgendwas, oder er versucht sich hier zu halten, was man dazu sagen muss, nicht besonders stark. Also die Kerze hier war schön, dass er jetzt mit der nächsten bärischen wieder komplett runtergedrückt worden ist. Die nächste hält sich wieder drunter, hat wieder das Tief rausgenommen. Also dafür, dass Tao eigentlich immer ein Top-Performer ist, fand ich die letzten Wochen nicht so stark bei ihm. Da haben sich andere deutlich stärker gehalten. Gut, die anderen haben aber auch nicht so ein Running gelegt. Das muss man halt alles in Relation setzen bei dem Guten. Deswegen würde ich sagen, hier unten ist auf jeden Fall, das wird Tao Maxis wahrscheinlich wehtun, aber wir möchten uns die Level ja realistisch rausziehen und machen dann das FIP weg, weil hier begann ja diese ganz impulsive Bewegung, das ist hier Ursprung der Quelle, ab hier hat es geballert. Das heißt, wenn der gute Kollege
hier sein nächstes Tief brechen sollte, weil das ist ja jetzt abgearbeitet hier, das ist erledigt. Wenn wir jetzt hier hochschießen oder quasi sagen, wir haben jetzt hier einen Widerstand gebildet, einen bärischen Block, wie auch immer. Das heißt, wenn wir uns hier drin halten, hier reinkommen, haben wir immer noch das Potenzial, nach unten zu laufen. Nichtsdestotrotz haben wir halt aber die Macht des BTCs auf der Seite. Und ich habe ja gerade gezeigt, wenn wir über dieses heftige CME-Gap drüber brechen und da oben richtig viel Volumen zukommen und wir 70, 71, 74, was auch immer sehen, denke ich, weil er hat ja die ganze Zeit gut mitperformt. Zwischendurch zwar so ein paar crazy Moves gemacht, aber darum geht es ja nicht, würde ich da trotzdem sagen, ey, der Kollege sieht interessant aus und das hier ist gerade die Einkaufszone. Das heißt, das ist hier die erste Zone gewesen bei dem Kollegen und hier unten wäre erst die nächste Einkaufszone. Das heißt, wenn er erst wieder 30-40% runterkommt. Jetzt schauen wir uns den mal im Kleineren an. Denn hier finde ich interessant, wenn man sich das so anschaut, das ist ja auch immer wieder so ein Setup, was wir zum Trading auch interessant finden. So, der Kollege schießt unter das Tief, knallt einmal drunter, saugt sich quasi die gesamte Liquidität an und schießt sofort nach oben. Und hier sehen wir jetzt auch allein in der Kerzenkunde, wie ich das immer nenne, wir haben eine bullische Kerze und 1, 2, 3, 4 Kerzen werden von der komplett gefressen. So, und das ist ein Zeichen, dass hier auf jeden Fall Power drin war. So, wir haben drüber geschlossen, halten uns dort jetzt. Das heißt, für so ein Intraday-Ding würde ich sogar schon sagen, vielleicht auf Tagesbasis, je nachdem, ob wir hier nochmal ein Pullback bekommen, in den Bereich bei 355. So. Also das wäre eine ganz normale Korrektur jetzt. Wenn der, können wir noch ein bisschen tiefer schauen. Jetzt gerade sieht es halt nicht schön aus, aber wir laufen jetzt auch ins Wochenende rein. Man sieht hier halt diese ekelhafte Seitwärtsphase. Aber sobald wir da drunter brechen, hier quasi die SLs holen, hätten wir hier noch so ein Auffangbecken, dass wenn wir da reinlaufen, dass das wieder die Longs triggert und dann nach oben schallert. So in der Art wie bei Dimitra, das zeige ich euch nächste Woche auch. Hat eigentlich ein ähnliches Setup gespielt. Aber dieser Push jetzt hier unter das Tief, wir sehen die ganze Zeit, als er hier runtergekommen ist, hier im Gegenzug, einfach mal auf die Kerzen einzugehen, sind wir drunter gekommen, hatten nur einen kurzen Push und wieder runter. Hier hochgekommen, wieder runter. Hier ist das erste Mal, dass wir jetzt sagen, okay, da ist Druck im Markt. Deswegen finde ich es jetzt interessant bei dem Kollegen, dass wir da weiter Knallgas geben. Das Schöne ist ja auch immer, wenn wir uns die anschauen, was ich auch bei anderen schon gesagt hatte, wenn der sich so ansammelt, haben wir immer diese Möglichkeit dieser Steinliquidität. Hier haben sich ja die ganze Zeit die ganzen SLs gesammelt. Das heißt, wenn der anfängt da drüber zu rattern, knallt der hier hoch, holt sich das High und hat hier die nächsten Levels, wo er hinlaufen kann. Also hat jetzt hier dieses High bei 488. Wäre auch hier direkt drüber noch dieser Block, der dann angepeilt werden würde. Denn hier drüber sammeln sich wahrscheinlich die ganzen SLs, die sich hier beim Move nach unten aufgebaut haben. Das heißt, da drüber ist wieder ein interessantes Level, wo wir reinlaufen. Und so kann man sich den Kollegen dann Level für Level abarbeiten. Das heißt, Tau finde ich im Moment interessant. Hier ist ein schönes Einkaufslevel bei dieser 350 rum. Und dann erst wieder da weiter unten und so wieder im Großen. Wir sehen, das ist ein kurzes Aufbäumen oder das erste kleine Aufbäumen von einer starken Kerze gegen diese vier anderen. Das hatten wir jetzt hier länger nicht mehr. Hier hatten wir halt zwar einen impulsiven Push nach oben, haben aber dieselbe Kette quasi gebraucht, die wir nach unten gebraucht haben, wie dieses V-ähnliche, und sind danach auch wieder abgestürzt. Und es war auch, wenn man sich das so anschaut, nur mal eben, wollte heute gerne auf die technischen Daten eingehen. Wenn man sich das anschaut, wir haben hier ein High gebildet, brechen impulsiv unterhalb dieses Lows, haben also ein neues Low gebildet und bestätigen dann den Move nach unten. Also das heißt ein, oh Moment, wir bilden ein Lower Low, Lower High, Lower Low und dann in der Theorie her muss das ja von unten bestätigt werden. Wir halten uns genau im FIP, wir haben ein Lower High gebildet und laufen dann wieder runter. Und hier ist jetzt das Interessante, wir haben das letzte Low nicht so wie hier gebrochen, sondern kommen das erste Mal zurück. Das heißt, solange wir uns hier drüber halten, haben wir kein neues Low gebildet. Und sobald wir hier drüber brechen, so,
haben wir ein neues High im Markt. Also ist das hier im Moment diese 488. Dieses High wäre für mich jetzt interessant, weil ich dann sagen könnte, okay, jetzt ist die Struktur gebrochen, jetzt haben wir wieder Aufwind und wir können nach oben pushen. Nichtsdestotrotz können wir hier antizipieren, relativ tief einzusteigen und dann schon mal den Push mit nach oben zu nehmen, jetzt rein aus der Analysesicht. So, also alles gut bei dem guten Bruder BitTensor Tau. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Die Updates folgen natürlich, aber weil es halt ein fetter Coin ist, wollte ich hier mal etwas in Ruhe und im Detail reingehen und hoffe, es hilft euch. Also, wir hören uns alle am Sonntagabend und bis dahin ein angenehmes Wochenende. Peace!